Hallo, liebe Skorpiongeborene und Skorpion-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017 Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Es dürfte ein sehr romantisches Jahr für euch werden. Der inspirierende Einfluss von Romantikplanet Neptun bleibt euch das ganze Jahr erhalten und noch 9 weitere Jahre. Falls ihr nicht schon glücklich liiert seid, habt ihr also mehr als genug Zeit, noch die ganz große Liebe zu finden. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es schon innerhalb der nächsten beiden Jahre passieren wird und gut möglich, dass es sogar diesen Herbst und Winter schon ein Happy End gibt. Auch liierte Skorpione können sich auf ein schönes, erotisches Jahr und einen romantischen Herbst freuen. Ja, und damit kommen wir auch schon gleich zu dem, was für euch das Beste ist. Ab Oktober geht Glücksplanet Jupiter in euer Zeichen, in den Skorpion. Also macht jetzt schon mal Pläne für diese Zeit, denn eine solche Phase hat man nur alle 12 Jahre einmal. So, damit komme ich zu den wichtigsten Konstellationen für euch. Vorher aber noch ein Hinweis: Ich habe diesmal eine Verlosung geplant und mehr dazu gibt es am Ende des Videos. Die wichtigsten Konstellationen, ich habe es ja schon erwähnt, also das wunderbare Trigon mit Romantikplanet Neptun, der in einem super Aspekt zur Skorpion-Sonne steht. Und der stimuliert eure liebevolle und sanftere Seite und eure romantische Seite. Singles können sich also ganz wunderbar verlieben und auf Wolke 7 schweben oder im siebten Himmel oder wo auch immer. Und auch Liierte können diese Konstellation nutzen. Ihr wisst ja, ich nenne sie die Tantra-Konstellation, weil nämlich Neptun, der ja auch der Planet der Spiritualität ist, eben im Haus der Sexualität steht. Und das bedeutet, im Tantra verbindet man das ja. Da erlebt man eben, wie man spirituelle Kräfte durch die sexuelle Vereinigung aktivieren kann. Und darin dürftet ihr in den nächsten Jahren Weltmeister werden, wenn ihr es nicht sowieso schon seid. Genau. Ja, und während viele von euch hart arbeiten müssen und einige Herausforderungen im Job zu meistern haben, erleben sie dann eben die Liebe als Oase des Rückzugs, der Romantik und der Zärtlichkeit. Also kommt bloß nicht auf die Idee, vor lauter Arbeit nicht genug Zeit für die Liebe euch zu nehmen. Ne? Das ist in dem Jahr ganz wichtig. Denn durch die Liebe und durch die Romantik und auch durch die Sexualität regeneriert ihr ganz wunderbar. Ich meine, das gilt sowieso schon für die Skorpione und viele wissen das auch. Aber ihr könnt euch in der Hinsicht eben noch mehr entfalten als je zuvor. Denn wirklich die härteren Aspekte, die wirken eher eben im Bereich Job, Karriere, und da seid ihr sehr gefordert. Aber was die Liebe angeht, da seid ihr sehr romantisch. Und auch romantische Reisen würden für euch unter sehr guten Sternen stehen. Natürlich ganz besonders dann ab Oktober mit Jupiter auch noch. Und zwar besonders nahe am Wasser, aber auch mit wilder Natur. Also ich denke, sowas an wie Hawaii, das sind ja Vulkaninseln mit üppiger Vegetation und schwarzen Felsen in einem wilden Meer. Also sowas in der Art würde ganz genau zu den Konstellationen eures Horoskops im Jahr 2017 passen. Und besonders spüren den Einfluss von Neptun diejenigen, die zwischen dem 3. und 7. November Geburtstag haben. Aber weil das so ein subtiler Einfluss ist und weil die Skorpione sowieso empfänglich sind für diese Idee, die feinstofflichen Kräfte durch Sexualität in ihr Leben zu ziehen, werdet ihr alle was davon haben. Das kann ich euch garantieren. Vor allen Dingen, wenn ihr euch dafür eben öffnet und da ein bisschen hinspürt. Genau. Ja, und dann habt ihr ja auch noch einen stärkenden Einfluss von Pluto, das ist ja euer Herrscherplanet, der steht für euch hier im Steinbock in einem günstigen Aspekt zur Skorpionsonne und gibt euch also so eine romantische und erotische Kraft und Intensität, die also ziemlich unwiderstehlich ist. Also verstärkt eigentlich noch eure intensive Ader. Und weil es im 3. Haus ist, läuft es besonders über die Kommunikation. Also Stichwort vielleicht magische Zaubersprüche. Pluto hat ja so eine Tiefe und eben auch was Magisches gehört zum 8. Haus des Skorpions. Er herrscht ja eben im Skorpion. Und das gilt auch als das Haus des Okkulten. Also wie man, und das 3. Haus ist das Haus der Kommunikation, der Wörter, des Denkens und Lernens und so weiter. Und wenn man da jetzt Pluto stehen hat, dann ist das vielleicht eine spannende Zeit, um sich ein bisschen der Magie und den Zaubersprüchen zu widmen. Es könnte also bedeuten, wie man durch die Wahl der richtigen Worte etwas oder auch Menschen an sich bindet. Diejenigen von euch, die schriftstellerisch interessiert sind oder begabt sind, für die ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Phase. Und weil der Pluto da noch bis 2024 bleibt, habt ihr auch noch reichlich Zeit, einen Roman zu schreiben. Und mit Pluto ist vielleicht ein Krimi oder eben etwas, was sich um was Okkultes dreht oder um Sexualität und Tabus, Fetische und solche Sachen. Das sind auch so Pluto-Themen.
Genau. Ja, generell gilt, dass ihr eigentlich selbst die Wahl habt, wie ihr euer Beziehungsleben gestaltet. Mehr privat oder auf allen Feten mitfeiernd. Jedenfalls Leute, die euch attraktiv finden, die gibt's genug. Aber ihr werdet euch wahrscheinlich nur mit ausgewählten Leuten umgeben, die ihr wirklich mögt. Denn ihr könnt es euch leisten. Ab dem Herbst, wenn dann eben Jupiter in den Skorpion geht, steigen eure Aktien nochmal und rund um euren Geburtstag bekommt ihr vielleicht sogar Lust, ein rauschendes Fest zu feiern oder vielleicht auch in trauter Zweisamkeit. Das könnt ihr dann gestalten, wie ihr wollt. Den Pluto-Einfluss spüren übrigens besonders die Geburtstagskinder vom 8. bis 12. November. Und aber auch hier würde ich denken, dass es generell für alle Skorpione gut ist, wenn Pluto im förderlichen Aspekt zur eigenen Sonne steht. Also alles in allem wird es in der Liebe zumindest ein richtig gutes Jahr für euch. Die Herausforderungen sind eher woanders zu sehen. Hier der wilde Uranus im Haus des Jobs, also immer wieder Veränderungen, immer wieder neue Herausforderungen. Das ist ein bisschen schwierig, aber die anderen Planeten, die stehen eigentlich alle ziemlich gut zu euch. Ach genau, Saturn im Geldhaus, das ist halt auch immer so ein bisschen unangenehm. Das kann bedeuten, dass ihr sparen müsst, dass es finanziell nicht so rund läuft. Aber was die Liebe angeht, sieht es eben ziemlich sehr gut für euch aus. So, und jetzt zeige ich euch noch, zu welchen Zeiten euch die Venus ganz besonders verwöhnt. Geht schon gleich los ab dem 3. Januar. Da geht sie dann auch noch in euer fünftes Haus der Sexualität und Liebe und macht euch kreativ. Ach, da ist unser Mars ist auch noch dabei. Mars in den Fischen ist eine super Phase vom 3. Januar bis 3. Februar. Wo ihr euch auf jeden Fall Zeit für die Liebe und eben auch wirklich für die Erotik und für neue Spielarten der Liebe und Sexualität nehmen solltet. Das ist eine wunderbare Zeit und übrigens auch hier mit Chiron, der steht auch da drin, das ist ja so der wunde Punkt. Also da ist auch, besteht auch die Möglichkeit, durch sexuelle Vereinigung etwas zu heilen. Ne? Stichwort Regenerationskräfte. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist also eine super Phase, 3. Januar bis 3. Februar. Dann wird die Venus ja rückläufig. Das habe ich genau erklärt in meiner kosmischen Schwingung. Und das passiert eben auch bei euch im Bereich von Job und Arbeitsumfeld und kann auch schwierig sein, jetzt in der Hinsicht für euch. Also Arbeitsbeziehungen, da kann einiges los sein für euch. Aber wie gesagt, da gehe ich in der kosmischen Schwingung genau drauf ein. Und wenn, während die Venus dann rückläufig ist, läuft sie aber nochmal zurück in euer fünftes Haus hier mit den Fischen. Und besucht euch dann nochmal, habt ihr also nochmal was davon. Und das ist dann die Zeit vom 4. April bis zum 28. April. Genau, da habt ihr sie nochmal im fünften Haus stehen. So, und dann habt ihr die nächste gute Phase ab dem 5. Juni, denn da habt ihr die Venus dann im Partnerhaus. Und da steht sie wirklich sehr, sehr schön, sehr günstig für euch, weil sie auch keine anderen schwierigen Aspekte kriegt in der Zeit, sondern euch für ungetrübte Begegnungen zur Verfügung steht und die Möglichkeit vor allen Dingen auch für Single-Skorpione bietet, interessante Leute kennenzulernen. Also das ist schon sehr, sehr spannend dann für euch, diese Phase. Und die geht vom 4. Juni bis zum 4. Juli. Dann haben wir wieder eine super Venusphase vom 31. Juli bis 25. August. Ist auch eine super Zeit zum Verreisen, passt ja sowieso zur Sommerzeit, denn da geht die Venus bei euch im super Aspekt zur Skorpionsonne und gleichzeitig noch durch das Haus des Reisens. Und insofern könnt ihr da die Liebe auf Reisen finden oder indem ihr euch fortbildet. Oder vielleicht jemand aus einem fremden Kulturkreis kennenlernt. Also alle diese 9000 Themen sind da angesprochen. Vielleicht auch eine gute Idee in dieser Phase, einen Meditationsretreat zu besuchen. Besonders wenn ihr jetzt männliche Skorpione seid und wenn ihr dann bei sowas mitmacht, wo sonst immer viele Frauen dabei sind, dann habt ihr vielleicht da eine ganz gute Auswahl, jemanden kennenzulernen. Ist auf jeden Fall eine schöne Venusphase für euch. Und wie gesagt, bis zum 25. August. Und die nächste schöne Venusphase ist dann wieder vom 20. September bis zum 13. Oktober, denn da ist die Venus im Haus der Freundschaft. Da ist überhaupt ziemlich viel los bei euch im Freundschaftsbereich. Da tummeln sich die Planeten. Ist also eine Zeit, wo ihr vielleicht mehr als sonst aus eurem Rückzug rauskommt und von vielen Leuten umgeben seid, viele Einladungen bekommt.
und da einiges zu tun haben werdet im Freundeskreis. Auf solche Sachen gehe ich natürlich dann im Einzelnen auch dann in den Monatshoroskopen wieder ein. Ne? Genau. Ja, und dann kommt ja eben die Zeit ab dem 10. Oktober, wenn der Jupiter dann bei euch ins erste Haus geht. Tada! Das ist natürlich eine super Nachricht für die Skorpione und dann da eben ein ganzes Jahr bleibt. Und dann gesellt sich auch schon bald die Venus, wenn noch nicht ganz, aber die gesellt sich dann auch dazu. Und zwar ab dem 7. November. Dann habt ihr nämlich Venus und Jupiter in eurem Zeichen vom 7. bis 30. November. Das haben dann also alle, die in der Zeit auch Geburtstag haben, wunderbar verankert in ihrem Geburtstagshoroskop und haben dann das ganze Jahr einen schönen Venus-Jupiter-Aspekt. Also was will man mehr? Besonders diejenigen, die am 13., so 10, also 11., 12., 13. November Geburtstag haben, die werden diesen Venus-Jupiter-Aspekt dann in ihrem Geburtstagshoroskop für ein ganzes Jahr genießen können. Und diese schöne Phase dauert dann noch bis zum 30. November an. Ja, und dann ist das Jahr ja auch schon fast rum. Ja, meine lieben Skorpiongeborenen, also ich denke, ihr werdet euch nicht beklagen können, was die Liebe angeht. Wie gesagt, die Herausforderungen warten eher im Job, Arbeitsumfeld und diesen Bereichen auf euch. Aber was die Liebe angeht, dürfte es ein wirklich, wirklich schönes, befriedigendes Jahr werden. Lustvoll, romantisch, zärtlich, mit vielen, vielen, vielen Liebeschancen und sogar der Möglichkeit, alte Wunden zu heilen durch die Liebe eben. Und jetzt zur versprochenen Verlosung. Was meine ich damit? Ich habe mir überlegt, unter allen denjenigen, die hier meinen YouTube-Kanal abonniert haben oder jetzt noch abonnieren, verlose ich ein Jahreshoroskop. Ja, deswegen bitte auf Abonnieren klicken, wenn ihr dabei seid. Dann habt ihr die Chance, dass ihr von mir ein richtiges Jahreshoroskop bekommt, also so wie ich das mache, 45 Minuten im Gespräch und dann noch eine CD davon. Das ist doch mal ein Angebot. Aber natürlich könnt ihr das Jahreshoroskop auch so buchen, wenn ihr euch sicher sein wollt. Oder vielleicht einen Partnervergleich, Liebeshoroskop. Das biete ich alles an in meinem Service. Ihr findet das hier in den verschiedenen Kästchen auch zum Anklicken. Aber wie gesagt, ne, der Button, ich glaube, der erscheint hier. Jetzt Antonias Kanal abonnieren, der führt eben vielleicht auch zu einem Hauptgewinn. Ja, meine Lieben. Damit bleibt mir eigentlich nur noch euch ein wunderschönes Jahr 2017 zu wünschen. Alles Gute in der Liebe und alles Gute mit den Sternen.